Das Umfeld für Fintechs ist aktuell extremst schwierig. Da gilt im wahrsten Sinne des Wortes Survival for the fittest. Keine Angst, wir werden deinen Urin nicht kontrollieren. Alle Voraussetzungen hat dafür das kommende Unternehmen auf jeden Fall. Einen Blick hinter die Kulissen in stürmischen Zeiten gewährt uns jetzt gleich der Co-CEO der Erfolgsstory von Scalable Capital. Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen, Erik Potzewald. Ganz wichtig, haben wir gelernt, wir werden 7 Gläser trinken. Soll ich hier? Nee, können wir im Stehen machen, oder? Stehen ist gesund, haben wir gehört. Erik, bevor wir über das eigentliche Thema Börse und Fintechs in diesem stürmischen Umfeld sprechen, lass uns, du warst vorher nicht da, das machen wir immer gerne mit einer kleinen Wiener Formel 1 Warm-up-Runde beginnen. Berlin oder München? Zum Arbeiten München, zum Feiern Berlin. Wie der Rest Deutschlands. Wind- oder Kitesurfen? Windsurfen. Berliner Weiße oder Weißbier? Weißbier. Wachstum oder Profitabilität? Ich glaube, aktuell eher Profitabilität, ja. Krawatte oder Fliege? Krawatte. Schlafanzug oder Short? Spaß. Ja. Sneaker oder Lackschuhe? Sneaker. Neopren oder Maßanzug? Dann lieber den Neopren, ja. Office-Hund oder Bürodrachen? Ach, so ein Bürodrachen kann ganz gut einheizen manchmal, ja. Beste Bank der Welt. Die da aus München, die Doppel-B. Bada. Wo ist der Applaus? Das haben wir nicht vorher geübt. Aber wirklich nicht. Ihr seid als Robo-Advisor gestartet, habt dann B2B hinzugenommen und habt dann vor 2 Jahren einen Neobroker gestartet. Wie passt das alles zusammen? Beflügeln sich die Business Lines gegenseitig oder verzettelt man das eigentlich nicht? Genau. Das ist eine gute Frage, die uns immer umtreibt, weil man will ja immer sozusagen auch an den heißen neuen Themen dran sein, aber man muss wie in jedem Unternehmen oder gerade wenn man noch ein kleines oder mittelgroßes ist, immer aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Und unsere Devise ist, dass wir innerhalb eines, ja, so neudeutsch Verticals bleiben, also im Bereich der Geldanlage, aber schon Sachen nehmen, die sich unserer Meinung nach gegenseitig beflügeln. Wir sind ja als Robo-Advisor gestartet, also stellen ETF-Portfolien als Vermögensverwalter für Privatkunden zusammen und haben jetzt seit 2 Jahren ja mit euch zusammen den Broker gelauncht, auch sehr erfolgreich. Und das mag sich am Anfang wie so ein Widerspruch angehört haben. Das kommt aber aus einer Denke, würde ich sagen, so im Beratersprech wird sehr stark der Mensch oder der Bankkunde in so Kategorien eingeteilt. Es gibt den Sparer, dann gibt es den, der sein Vermögen verwalten lässt und dann gibt es den, der Do-it-yourself macht. Und die haben nichts miteinander zu tun, das sind ganz andere Charaktere. Die Wirklichkeit ist, die meisten Leute, die sich für Geldanlage interessieren, die machen alles. Vielleicht das eine ein bisschen stärker gewichtet als das andere, aber der typische Weise, der Kunde, der ein bisschen Geld hat, der hat eine Vermögensverwaltung, der hat aber auch ein Brokerkonto, weil er vielleicht Spaß dran hat oder weil er Akzente setzen will. Und der ist aber auch meistens dann auch noch ein Kreditkunde, obwohl er eigentlich Geld hat, nimmt dafür Sachen dann auch noch Kredit auf. Das heißt, die Durchmischung ist viel stärker, als man denkt. Und von daher beflügeln sich diese Bereiche. Und wir wollen eigentlich ein Business aufbauen, dass wenn du an Geldanlage denkst, sollst du an Scalable denken. Auf unserer Plattform soll es das alles geben. Und ja, von daher ist die Antwort, ich glaube nicht, dass wir uns da verzetteln, sondern sich das Erbe beflügelt. Und du hast gesagt, wenn man klein ist, also du sowieso nicht, aber auch die Firma ist ja extremst gewachsen. Wie viel Leuten zahlt er jeden Monat Gehalt? Wir sind jetzt so knapp unter 500. Oh. Ja. Die meisten in München hier, das ist das Hauptquartier, dann haben wir noch einen kleinen Standort in Berlin und ja, der Rest, keine Ahnung, irgendwo. Bei anderen Fintechs, die auch an einem Brokerangebot arbeiten, beobachtet man zurzeit den Trend zur Superfinance-App. Also eine App, die alles, wie du es gerade beschrieben hast, aus einer Hand anbietet, nicht nur Wertpapierthemen. Wie siehst du diesen Trend und kann ich jetzt bald diese Scalable Platinum Kreditkarte bekommen? Achso, die von Amex war die, ne?
Oder von Scalable, ist die Frage. Von Platinum, diese. Ja, das ist tatsächlich ein Trend, den man beobachtet, der insbesondere, würde ich sagen, von den Neobanken getrieben wird. Ne? Also man hat mit einem Modell angefangen, also eine Karte mit einem Konto und einer App verknüpft. Und jetzt sozusagen wird immer mehr sozusagen auf diese Plattform gebracht. Man kann Kredite, man soll Wertpapiere machen, Versicherungen abschließen. Und dieses Konzept, dieses Allfinanzkonzept, das gibt es ja eigentlich schon länger. Das hat jedes große Finanzinstitut mal probiert. Also die großen Versicherer in die Bankenrichtung und die Banken in die Versicherungsrichtung. Das hat nie so richtig geklappt. Und jetzt die Frage, kann das im digitalen Bereich klappen? Ich glaube, also vielleicht noch ein Disclaimer dazu. Wir sehen halt Regionen, wo das sehr gut klappt. Oder die Region, wo es ideal klappt, ist China. Ja, China hat diese Super-Apps. Also eine App, eine Kommunikationsplattform, die gleichzeitig aber PayPal integriert hat, die gleichzeitig ein Money-Market-Konto hat. WeChat. Genau, das Beispiel habe ich gerade angesprochen. Ich glaube, das wird in Europa und Amerika, also im westlichen Teil der Welt, wird es anders laufen. Und zwar, da glaube ich nicht an diese kompletten Super-Apps. Ich glaube zwar, dass bestimmte Fintech-Unternehmen, wenn wir jetzt über Fintech mal sprechen, in ihren einzelnen Verticals Sachen aufgreifen können, die nahe dabei liegen. Also Vermögensverwaltung und Brokerage liegt relativ nah beieinander. Aber den Sprung in eine komplett andere Richtung zu denken, jetzt mache ich auch noch Hypothekenfinanzierung, bloß weil es auch was mit Geld zu tun hat, das gelingt meiner Meinung nach nicht. Weil man muss sich, selbst mit 500 Leuten, muss man sich sehr stark darauf konzentrieren, welche User Experience kriege ich wirklich perfekt hin, wie kriege ich das alles wirklich super hin. Und man zerreißt sich, wenn man zu viel braucht. Und die Leute sind es heute auch gewohnt einfach, für verschiedene Anwendungsfälle verschiedene Apps zu nutzen. Ja, die haben gar kein Problem mehr zu sagen, Mensch, für eine Fremdwährungsüberweisung mache ich schnell auf und nutze dann halt eine TransferWise. Ja, ich brauche das nicht alles in einer App, sondern ich nutze eher Apps für einen bestimmten Anwendungsbereich, der da perfekt drauf passt. Und so ein bisschen ein Beispiel, was vielleicht ein bisschen hinken mag, ist, sind die sozialen Plattformen. Also viele von euch sind auf Facebook, die Mutter der sozialen Plattformen, wenn man so möchte. Da kann ich ja letztendlich alles machen. Ne? Ich kann Texte publizieren, ich kann Bilder, ich kann Videos, ich kann einen Messenger. Trotzdem wird Facebook für einen bestimmten Use Case verwendet. Instagram für einen anderen, WhatsApp wiederum für einen anderen. Also die gehören jetzt alle zu Facebook, weil Facebook die gekauft hat. Aber der Punkt, den ich machen will, ist, ich könnte alle kurze Textbausteine, über die man dann ja, sich lang streitet, das ist eher ein Anwendungsfall für Twitter, also verschiedenste Anwendungsfälle hocken einfach auf verschiedenen Plattformen, obwohl die meisten Sachen könnte ich auch alles auf einer machen, aber das differenziert sich aus. Und ich glaube, den gleichen Weg geht es zumindest in der westlichen Welt. China ist da ein anderer Case, weil die Menschen eigentlich von gar kein Internet komplett ins mobile Zeitalter sofort gesprungen sind und das Ganze da auch anders gesteuert wird in dem Bereich. Der Markt ist weniger fragmentiert, hier ist auch stärker dem Wettbewerb ausgesetzt. Und ja, das wäre meine Antwort. Also Kreditkarte noch nicht, aber für dich wird es sich natürlich, also du wärst, glaube ich, ein guter Kunde, oder? Ja, ich wäre dann von Super-App zum Super-Depp. Ja. Wir sind beim Fokus geblieben. Entschuldige, dass ich so eine freche Frage stelle. Apropos verzetteln. Deutschland ist euer Heimatmarkt. In diesem Jahr seid ihr auch in Europa, in Spanien, in Italien, in Frankreich und ganz exotisch auch in Österreich aktiv. Bei der Europa-Expansion haben sich schon ganz viele Startups, insbesondere Fintechs, die Finger verbrannt. Warum? Ihr habt ja schon vieles geschafft, was andere nicht schaffen. Aber warum wollt ihr das anders machen und dabei erfolgreich sein? Genau, also wir tragen uns, wie du gesagt hast, auch mit euch zusammen. Haben wir BADA als unsere zentrale Plattform fürs B2C-Geschäft. Gehen jetzt in andere europäische Länder. Und das Interessante ist tatsächlich, wenn man so die Fintechs, das hieß damals anders, aber die Fintechs der ersten Stunde, also Consors, damals war der erste Broker in Mitte der 90er gegründet und dann sozusagen in dieser ersten Internetwelle, die haben ja auch alle versucht, internationale Expansionen zu machen oder auch andere Banken. Das ist in Europa nur sehr, sehr schwerlich gelungen oder eigentlich hat es fast keiner geschafft. Wenn man in Europa haben wir nationale Champions, insbesondere was Geldanlage angeht, gibt es eigentlich fast niemanden, der da groß Grenzen überschreitet und Massenerfolg hat. Warum soll das jetzt finanzieren? Weil man muss sich da vorher immer natürlich, manche Sachen sind in Europa heutzutage einfacher, also lustigerweise die Regulierung wird ja immer genannt, das ist eigentlich das Einfachste. Man kann innerhalb, mit einer BaFin-Erlaubnis, die kann man in 4 Wochen in jedes europäische Land passporten.
Sprache muss übersetzt werden, aber Währung ist das Gleiche. Die Wertpapiere, die die Leute handeln, ist mehr oder minder eigentlich auch das Gleiche. Das hat früher nicht geklappt, warum soll es jetzt klappen? Ich glaube, man hat es früher mit Businessmodellen probiert, in andere Länder zu gehen, die da nicht einen wirklichen Vorteil hatten. Ja, also man ist sozusagen mit einem Online-Bank oder Online-Broker in ein Land gegangen und hatte eigentlich das gleiche Pricing, war aber ein ausländischer Anbieter, die Konten hockten nicht im gleichen Land, hatte also einen Nachteil und keinen wirklichen Vorteil. Was die heutigen Anbieter, die spreche jetzt besonders über diese Neobroker haben, ist eine radikal verbesserte oder man kann auch sagen vielleicht vereinfachte Benutzbarkeit auf dem Handy. Und das zweite ist ein Preisvorteil. Ja, Preise sind, wenn wir jetzt in andere Märkte gehen, wenn wir nach Italien gehen, dort sind wir gegenüber der klassischen Konkurrenz und auch der Online-Konkurrenz 90% günstiger. Und das hat verschiedene Komponenten. Ja, das hat verschiedene Gründe. Ein ganz, ganz wichtiger Grund, das hört sich wie ein langweiliges Thema an, ist aber meiner nach hochinteressant und wird in der Presse, auch bei diesem ganzen Thema europäische Regulierung, Payment for Order Flow, nicht richtig verstanden. Deutschland hat Regionalbörsen, in denen ausländische Wertpapiere in Euro gelistet sind. Das gibt es in keinem anderen Land. In keinem anderen Land gibt es das. Sie können der deutsche Privatanleger kann amerikanische Titel oder ausländische Titel generell, auch chinesische, aber nehmen wir die amerikanischen mal, weil die werden ja zu, was ich, über zwei Drittel. Österreichische. Genau. Österreichischen. Was, Red Bull? Nee, sind die Börsen gelistet, ne? Noch nicht, klar. Okay. Was war mein Punkt jetzt? Also, mein Punkt ist, man kann die Amazon als deutscher Privatanleger handeln, ohne sein Geld, ohne erstmal eine Auslandsbörse zu müssen und ohne sein Geld von Euro und Dollar tauschen zu müssen. Weil bei diesem Umtausch wird typischerweise, die meisten Broker in Europa erheben dann eine Gebühr, es hört sich nicht so hoch an, 50 Basispunkte oder selbst noch nur 25, ist aber ein zigfaches, es ist ein 5 bis 10-faches des typischen Spreads, den Amazon besitzt, ja, um jetzt Amazon mal als Beispiel zu nehmen oder Tesla. Das gibt es nur in Deutschland. Das gibt es nur in Deutschland. Wenn Sie als italienischer Privatkunde die Amazon kaufen wollen, dann werden Sie nach New York geschickt. Und da sind typischerweise sozusagen also Auslandskotage und vor allem der Fremdwährungsumtrag. Und diese ganze Struktur will jetzt sozusagen da keine historische Abhandlung halten, dass wir diese Regionalbörsen haben. Also in München zum Beispiel die Bayerische Börse mit dem GetEx-Modell. GetEx heißt es genau. Das ist eine historische Besonderheit, weil die meisten Börsen, die vor 200, so um die 200 Jahren entstanden sind, in anderen Ländern, da gab es Deutschland halt nicht, sondern Deutschland war zerteilt in 200 Kleinstaaten und dann gab es eine in Leipzig, in Hannover, in Düsseldorf, in Frankfurt und Stuttgart und die haben unterschiedliche Use Cases halt gefunden. In Frankfurt ist man mit Xetra der guter Platz für Institutionelle und andere haben das perfekte Modell für Privatinvestoren gefunden und was ich damit sagen will, ist, dieses Modell ist in Deutschland einmalig. Und wenn wir damit jetzt in andere Länder gehen, haben wir einen riesengroßen Vorteil. Ja? In manchen anderen Ländern wird der als unfair begriffen. Also jetzt kommt ihr da mit euren sozusagen Konditionen, die ich ja nicht schlagen kann. Und das ist, um deine Anfangsfrage jetzt zu beantworten, ich glaube, unsere Chance. Und das gab es halt früher nicht. Da wurde eigentlich mit einem ähnlichen User Experience und dem gleichen Preis in den Markt gegangen. Und dann konnte man über Marketing konkurrieren. Wir gehen jetzt halt mit anderen Sachen rein. Und dann einen Punkt nochmal, der mir auch noch gar nicht so bewusst war. ETF-Sparpläne. Das ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Insbesondere für junge Anleger ist der ETF-Sparplan oder auch der Aktiensparplan, ja, wer auf Einzelaktien gehen will, das ist das neue Sparbuch. Das gibt es in anderen Ländern nicht. Das ist da fast, in Frankreich ist sowas unbekannt. Und das wird neu eingeführt und das hat einen Riesenzug zum Tor und von daher, teuer ist es trotzdem, man muss eine neue Marke aufbauen, muss eigene Teams, muttersprachliche Teams einstellen, also es kostet viel Geld, aber wir glauben, dass wir das cracken können. Ja? Eine andere Frage, du lebst ja im Epizentrum für Startups in Deutschland, in Berlin. Nach den Jubeljahren für Startups hört man jetzt, nachdem auf einmal Geld wieder Geld kostet, gerade gestern Abend Fed-Entscheidung, nochmal 75 Basispunkte nach oben, zumindest in der Presse deutlich verhaltenere Töne, insbesondere über die Finanzierungsmöglichkeiten für Startups. Mal ehrlich, wie schlimm ist da draußen eigentlich momentan? Es hat sich schon eingetrübt. Also die Finanzierungsrunden. Deswegen in Schwarz, oder? Ja, deswegen also überhaupt ein Jackett. Ne? Das ist, ich habe ja früher bei Goldman gearbeitet und da gab es einen so einen super Trader, der hat Cowboy Boots getragen auf dem Trading Floor. Dann hat er mal ein so nicht so gutes Jahr gehabt und dann kam der MD dann zu ihm und sagte:
Das muss er sich mal ein bisschen an die Kleidervorschrift halten. Das heißt sozusagen so, den Lockeren, den kann man immer hängen lassen, wenn es gut läuft. Nein. Zu deinem Punkt. Also, wie sieht die Funding-Welt gerade aus? Ich hinterfrage das nicht. Ja. Es finden immer noch Deals statt. Aber sozusagen diese Early-Stage-Deals, also man hat gerade ein Unternehmen gegründet, man braucht eine kleine Startfinanzierung. Da hat sich gar nicht so viel getan. Vielleicht sind die Bewertungen etwas runtergegangen, aber die passieren in dem Growth-Stage-Bereich. Also das sind typischerweise Finanzierungsrunden 50 Millionen oder 100 Millionen Euro oder mehr. Der ist mehr oder minder aktuell komplett eingefroren. Also die Deals, die man hört, sind alte Deals, die schon länger in Verhandlung sind. Da findet jetzt gar nichts oder ganz wenig statt. Nichtsdestotrotz, das wird irgendwann wieder aufgehen, denn die meisten großen Investoren, die sitzen auf sehr viel Trockenpulver, was sie selber schon bei ihren Investoren eingesammelt haben. Das müssen sie auch irgendwann investieren, sonst fängt die Managementgebühr auch nicht an zu ticken. Aber aktuell ist eine große Zurückhaltung. Man versucht abzutasten, wo sind Bewertungen, und es vor allem, was aktuell fehlt, ist, und das gab es in den letzten 2 Jahren, dieses FOMO, also Fear of Missing Out. Wenn man letzten 2 Jahren oder letzten 3 Jahren mit Investoren gesprochen hat, hat man in den Gesprächen immer gemerkt, die haben eigentlich versucht herauszufinden, oh, mit wem sprichst du noch? Sprichst du noch mit einem Tiger oder mit einem Softbank nebenher? Und die hatten alle sozusagen Angst, oh Gott, wir schauen uns gerade eine Firma an und das wird uns weggeschnappt. Diese Angst ist gerade überhaupt nicht da. Ja? So, weil manch andere, die sozusagen sehr schnell geschossen haben, die sind gerade nicht am Markt. Was will ich damit sagen? Ich glaube, für Firmen, die ein existierendes Business haben, die eine Brand haben, die in einem Venture Capital sprechen, einen Product Market Fit haben, also wo ein Produkt wirklich auf eine echte Nachfrage trifft, die können durch so eine Phase sogar gestärkt hervorgehen, weil viele Konkurrenz, die noch so halb auf dem Weg ist, die schafft es nicht. Wer aber gerade so in der Mitte hockt, ja, noch nicht ganz den Product Market Fit gefunden hat, der oder die sollten brutalst auf Kosten achten. Also da in dem Bereich siehst du eigentlich, dass sozusagen sehr stark Kosten zurückgefahren werden, um jetzt einfach mal zu überwintern, bis dieser Venture-Capital-Markt wieder anspringt. Also das ist so, es ist noch nicht totale Panik, wie es vielleicht in den Jahren 2000 bis 2003 der Fall gewesen ist, aber es ist schon ein sehr großes Abtasten und eine Zurückhaltung. Und das auch verglichen natürlich mit den Vorjahren, die ganz anders ausgesehen haben. Ne? Als beschäftigter Familienvater und Co-CEO hat man ja nicht viel zu tun. Deswegen habe ich gehört, dass du einen Nebenjob bekommen. Ich glaube, dass du neben deinem Unternehmen, das du ja permanent weiterbringst, jetzt auch noch das Bundesfinanzministerium nach vorne bringen sollst. Ich glaube, du bist Mitglied des Digital Finance Forums. Was rätst du denn dem Christian Lindner da? Ja genau, also dieses Digital Finance Forum, das ist sozusagen der neu aufgelegte Fintech-Rat. Das ist ein Konsortium an Digitalunternehmen, die mit dem BMF sich treffen, 4-mal im Jahr und sozusagen dann da beratend tätig sind, wie man Deutschland im Fintech-Bereich, aber noch mehr eigentlich im Startup-Bereich nach vorne bringen kann. Also ganz gezielt, wie kommen wir die großen nächsten tollen Fintechs nach Berlin und halt nicht nach London oder nicht nach Paris. Ja? Und was rät man dem Minister da oder dem Ministerium? Also wir persönlich sozusagen von Scalable Capital aus gesehen haben wir 2 Sachen. Das eine ist generell, hilft natürlich unser Businessmodell, aber ich glaube, hilft auch allen, ist, wir wollen mal versuchen, wir hatten jetzt eine schöne Phase eigentlich, wo sehr viele neue Leute auch an den Kapitalmarkt gekommen sind. Also die Kohorte, die am stärksten gewachsen ist, sind die 20- bis 30-Jährigen, also wirklich junge Leute. Unser Alter. Unser Alter, genau, die an die Börse gehen. Und wie kriegen wir, das ist ja dieses alte Thema, Deutschland zu einem Volk von Aktionären? Ja, wir haben ja in Deutschland, oder überhaupt private Vorsorge, das macht in Deutschland ja kaum jemand. 10-15% machen es, ansonsten macht es eigentlich keiner. Und wie kriegen wir das hin? Wie nehmen wir die Angst? Ja, Aktien außerhalb dieser Veranstaltung sind für viele immer noch Teufelszeug. Und ich glaube, es wird immer viel davon geredet, ach, der Deutsche ist da kulturell nicht für gemacht. Ich glaube, das stimmt eigentlich gar nicht. Ich glaube, man muss mal ein paar richtige Anreize setzen. Und ich glaube, steuerlich, ne, weil Steuern sparen, das mögen die Leute. Also kommt die Aktienrente. Und ja, Aktienrente ist ja noch sozusagen auf der gesetzlichen Seite. Ich meine wirklich im privaten Bereich. Ne, warum hat man nicht mal Mut und sagt, 20.000 Euro Freibetrag pro Jahr? 20.000 Euro.
Weil wie toll wäre das? A, für den Normalsterblichen, der schon versteuertes Geld hat, ist ja sein Netto, nach dem Brutto sein Nettogehalt, der zahlt keine Steuern mehr, wenn er Kapitalerträge generiert. Er muss ja dafür ins Risiko gehen. Er muss ja Aktien, ETFs, Fonds, so muss ich mir ja erstmal kaufen. Und B, oftmals stößt ja diese Ungerechtigkeitsdebatte rein. Ah, es kann doch nicht sein, die Kassiererin und der Millionärserbe zahlt 25% Abgeltungssteuer nur, weil er nur von den Ersparten lebt, und die Kassiererin, die hat einen höheren Steuersatz. Das sind ja die einzigen beiden Welten, die manchmal so existieren. Ne? So, gibt da keine Personen dazwischen. Ne? Nur Millionärserben und Kassiererin. Und die Diskussion, die beschreite ich damit gar nicht, weil ich sage, 20.000 Euro, das ist dem Millionär, was kauft man sich von 20, du noch einen neuen Elfenbeinrückenkratzer. Ja? Also, das ist ein alter Simpsons-Gag. Woher weißt du, was sowas kostet? Das ist ein alter Simpsons-Gag, Mr. Burns, der spart immer auf den nächsten. Ohne dich da jetzt... Ich wusste nicht, weil es sowas gibt. Genau, aber der kann ja nicht viel mit anfangen, aber der Normalsterbliche, wenn man jetzt denkt, ja, was für eine verrückte Idee, ja, in anderen Ländern wird das so gemacht. In England ist das so, 20.000 Pfund sogar, das ist ja höher als der Euro. Ja, und in Australien ist das genauso. Und da hat man da muss man mehr Mut haben, wenn man das machen möchte. Also das ist sozusagen, da haben wir noch viele andere Ideen, aber in die Richtung pushen wir. Die zweite ist, dass wir generell, man kann immer sozusagen neue regulatorische Ideen haben. Eine ist für Unternehmen erstmal überhaupt zu sagen, Leute, wir kommen schon mehr oder minder zurecht mit den Sachen, die da sind, aber hört doch mal auf, dauernd neue Sachen zu machen. Also so ein bisschen wie Ärzte, wenn die Arzt werden, sozusagen gibt es so ein ganz, ganz wichtiges, Mantra oder wie man es nennen kann, das ist im ersten Sinne erstmal nicht zu schaden. Ja? Und jetzt, was kommt jetzt als nächstes? Arbeitszeiterfassung. Ja? Und also, hast du Angst davor, oder? Bitte? Hast du, ja, kommt's raus, oder? Mal gucken, ich weiß gar nicht, ob es netto... ja, also sozusagen, lass mal die Füße still zu halten. Bitte? Wie viel arbeitest du am Tag? Immer. Ja. Ist das die richtige Antwort? Ja. Nee, ich hoffe in der Politik, dass du deinen Einfluss geltend machen kannst und dass du das positive Pendant zum Gasgert als Aktienerik in die Geschichte eingehst. Nachdem wir jetzt schon ein Einhorn, wenn wir schon dabei waren, auf der Bühne haben, ich glaube, das sind Unternehmen, die mit über 1 Milliarde bewertet sind, gibt es hier Fragen an den Erik als Vertreter eines Einhorns ohne Massagestab. Wenn nicht, dann sage ich, als Surfer hast du schon viele Wellen gemeistert. Als Scalable Capital meistert ihr den aktuellen Sturm an den Märkten. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich glaube schon mit Bravour. Danke für die tolle Zusammenarbeit und den Blick hinter die Kulissen. Vielen, vielen Dank. Danke, Olli. Ja.